Guten Tag, wir sind die White Unicorns und wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wie man mittels eines Arbeitsheftes, was auf wissenschaftlicher Grundlage durch viele Befragungen erstellt wurde, als Schüler und Schülerin mit Eltern und der Schule und allen möglichen anderen Leuten darüber reden kann, wie es weniger Belastungen in der Schule gibt und welche Belastungen das überhaupt sein können. Da kommen wir später zu. Wir als Menschen, die damit zu tun haben, reden wir mit der Stefanie, die sozusagen als Mutter das Ganze hier vertritt und einmal das aus der elterlichen Sicht ja, darstellen wird. Dann haben wir den Tom hier. Der Tom kann berichten, wie es bei ihm selber in der Schule war und wie das alles ausgegangen ist. Und der André kennt sich damit aus, wie es sozusagen in den Familien, welche Auswirkungen das in den Familien hat, die manchmal eben dann auch behandelt werden müssen, wenn in der Schule das nicht so richtig funktioniert mit den Autistinnen und Autisten. Also die funktionieren schon, aber die Umgebung funktioniert nicht richtig. Dann würde ich als erstes, damit wir das so ein bisschen in der Reihenfolge der Lebensgeschichte haben, vielleicht mal den Tom zu mir bitten. Ja, hallo Tom, Moin. wie alt bist du? 35. Und was machst du vom Beruf? Ich bin Buchhalter. Also das ist ja, kannst du das, denkst du, das ist ein guter Job für Autisten? Für mich auf jeden Fall und ich denke auch für Autisten, weil zum einen die Kommunikation, die läuft dann überhaupt eher schriftlich ab und ist ein sehr zahlenlastiger Beruf und ja, auch ein ruhiger Beruf. Ja, das heißt, du hast es gerne ruhig, verstehe ich das richtig? Das Genau. ist das Mikrofon hier, ich muss das hier ein bisschen hinhalten. Wann hast du das gemerkt, dass du mehr Ruhe in deiner Umgebung wünschst oder besser dich konzentrieren kannst, besser arbeiten, besser lernen kannst als die anderen Kids? Ja, das war eigentlich schon zu Schulzeiten. Also da war ich auch eher ein ruhiger Typ und war auch vor allem Fächern wie Mathematik gut. Wurde das damals irgendwie, also hat dich da jemand drauf angesprochen? Also wurdest du dauernd drauf angesprochen? Geh doch mal raus vor die Tür, mach doch mal mehr Sport, mach doch mal, geh doch mal zu einer Party oder wie war das? Also das mit Sport jetzt eher nicht. Ich gehe ja heute noch mindestens einmal in der Woche joggen, davor mehr. Nur das ist schon mal der Punkt. Also ich bin vor allem Individualsportler, also sprich Joggen ist ja Individualsport und hatte halt eher Probleme mit Mannschaftssport zum Beispiel. Der andere Punkt, ja, ich wurde schon oft darauf angesprochen, dass ich eben ruhig sei. Und ich war ja auch bei einer, weiß nicht, ob es Psychologin ist oder Psychiaterin. Auf jeden Fall, ich komme ja aus Frankfurt, da war ich in der Jugendpsychiatrie. Da war ich kurz bevor ich eingeschult wurde. In die Grundschule oder in die weiterführende Grundschule, Schule? Grundschule. Da war ich das erste Mal. Da gab es auch den Verdacht auf Autismus, der sich dann auch bestätigt hat. Und ja, mit Anfang der weiterführenden Schule war ich dann eben nochmal in der Jugendpsychiatrie. Warum bist du da reingekommen? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist ruhig, du Ja. interessierst dich vielleicht für irgendwelche Dinge, die keinen Schaden. Was war der Anlass dafür? Ja, das war eigentlich so, eigentlich genau der Anlass dafür. Ja, ist wirklich so. Auch weil ich halt wenig Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern gesucht habe. War das denn für dich merkwürdig, angenehm, unangenehm da in der Psychologie oder Psychiatrie oder Also, also war das für dich einfach interessant? ich habe das nicht verstanden, weil für mich war das so normal. Ja. Dass du so bist, wie du bist. Ja. Ja. Und aber hast du dann Angst da gehabt oder fandst du es einfach nur seltsam oder wie würdest du das beschreiben? Ich habe das auch vor anderen verheimlicht, dass ich da halt immer Sprechstunden hatte in der Jugendpsychiatrie, weil gut, klar, wenn man jetzt kurz vor Pubertät ist und in Pubertät, dann denken Leute natürlich, man sei irgendwie verrückt oder hätte psychische Probleme. Hat es dir denn irgendwie geholfen, dorthin zu gehen? Nein, also man kann halt Menschen nicht einfach so ändern und Autismus ist ja auch keine Krankheit. Du denkst, oder das Ziel dieser Gespräche war, dass du dich ändern sollst. Ja. Aha, ach so, okay, verstehe, das war mir nicht klar. Gut, was hat dich denn in der Schule so ganz im Einzelnen gestört? Weil wir wollen ja nachher drüber reden, über dieses Buch. Kannst du dich an Ja. irgendwas erinnern, was dich besonders beim Lernen behindert oder gestört oder beeinflusst hat? Ja, also ich war auch in der Schule, wo 30 Schüler in, weiß ich auf wie viel Quadratmetern, vielleicht 20 oder so. Also hatten sehr enge Klassenräume und dementsprechend ist es natürlich auch laut.
Ja, muss nicht, wenn alle leise sind, können es auch leise sein, aber war es halt nicht, ne? Ja, gut, Kinder sind ja allgemein laut und deswegen hat mich das schon sehr gestört. Und hast du dann was gesagt? Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du was leiser warst, aber hast du das jemals vielleicht ruhig und freundlich und so, dass es vielleicht auch keiner verstanden hat, innerlich angemerkt? Oder hast du gedacht, keine Ahnung, ist jetzt halt so, ist halt laut? Naja, also ich habe dann auch nichts gesagt, weil mir gedacht habe, na gut, wenn ich das was tue, werde ich eh nur ausgelacht. Ja. Also diese Geräusche haben dich gestört. Was war noch sonst noch irgendwas, was da in der Schule Ja, anders hätte sein können? also ja, vor allem auch Gerüche, also wenn man halt eng zusammensitzt, Schweiß, ne? Und was passierte dann? Dann hast du dich damit beschäftigt und konntest in dem Moment nicht irgendwas anderes, eine Schulaufgabe oder sowas bearbeiten? Also ich konnte schon, nur ich hatte auch immer das Gefühl gehabt, unter anderen Bedingungen hätte ich auch besser in der Schule sein können. Und wann ist dann die Entscheidung, weiß ich nicht, bei deinen Eltern, bei der Schule, wer auch immer da alles mitzureden hatte, bei dir selbst vor allen Dingen auch gereift, jetzt so einen Job als Buchhalter zu ergreifen? Das kam sogar erst weit nach der Schule. Also ich habe ja dann VWL studiert. Und ich wollte zuerst Marktforschung machen. Das kann auch durchaus viel mit Zahlen zu tun haben. Geht ja so empirische Methoden. War dann auch ein Jahr im Marktforschungsinstitut. Da bin ich gar nicht zurecht gekommen, weil dann eben doch viel telefoniert wird, zum Beispiel. Und ja, nach einem Jahr und halbem Jahr Arbeitssuche habe ich dann über eine Zeitarbeitsfirma, bin ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet. Und ursprünglich war das für 2 Monate vorgesehen, die Tätigkeit. Und mittlerweile wurde ich fest übernommen. Und hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Oder also war das so das, was wir heute als Homeoffice kennen, von vornherein? Oder war das ursprünglich in einem Großraumbüro oder einer ähnlichen Umgebung? Also teils, teils. Also es gibt da gab es schon einige Aufgaben, die ich alleine gelöst habe, mir auch alleine angelernt habe. Und ja, von Zeit zu Zeit wurden mir immer mehr Aufgaben anvertraut. Aber du warst dann den Großteil der Zeit von Anfang an alleine zu Hause und konntest von da aus arbeiten oder? Naja, ich bin eigentlich gerne im Büro. Habe das Glück, dass wir nur zu fünft an einem Platz sitzen und meine Kolleginnen sind auch eher ruhig. Also zu fünft Man, in einem Raum genau. sozusagen. Wie groß ist der Raum ungefähr, wo er da zu fünft sitzt? Der ist schon recht groß. Also das ist ja, es ist eigentlich am anderen Ende des Flurs, aber ja, wie gesagt, am Ende ist, kommen da eher weniger Leute hin und seit ein paar Monaten sind da auch Schallschutzwände. Genau, und da meine KollegInnen ja auch in der Buchhaltung sind die auch eher ruhig. Und wie hast du das mit dem Telefonieren gelöst? Also viele Autisten und Autistinnen mögen ja nicht telefonieren. Ja, Ja. hauptsächlich läuft die Kommunikation schriftlich ab. Über E-Mails oder sonst Genau, was? wenn man halt, das hat auch den Vorteil mit Zahlen. Wenn man da jetzt am Telefon irgendwie 30 Zahlen nennt, dann hat man das eh wieder vergessen. Deswegen läuft die Kommunikation schriftlich ab und naja, also ich kriege vielleicht 3 Anrufe in der Woche. Das hört sich gut an, das hört sich sehr gut an. Hast du, oder würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass das in der Schule hätte besser laufen können? Also nicht nur mit der Verminderung von Krach und Gerüchen und so weiter, sondern vielleicht auch irgendwie die Ansprache, dass die Leute sagen, ja, okay, da ist es halt der ruhige Junge, der sich für Ja, Mathe interessiert. ja. Hätte das anders laufen können? Ja, also auch mit der Psychiatrie, da muss ich dazu sagen, also ich habe die Diagnose ja mit 3 gestellt bekommen, mit 3 Jahren, und habe das aber erst mit 32 erfahren, dass es schon damals diagnostiziert wurde. Und wie kommt das? Ja, also meine Eltern hatten sich da auch schon getrennt, als ich klein war. Und also mein Vater hat es eh nicht interessiert. Also auch nicht für mich. Und ich denke, meine Mutter hat gedacht, oder fälschlicherweise gedacht, wenn sie es mir gegenüber verheimlicht und zusammen mit der Therapie in der Psychiatrie, dass dann sozusagen alles gut werden Ah, dass wird. das weggeht. Ja, Ah, ich verstehe. Gab es denn so einen Lehrer oder eine Lehrerin, die du besonders mochtest oder die dich besonders mochten? Das gibt es ja manchmal in der Schule und die dann so gesagt hat, jetzt ist ja gut, jetzt lass ihn doch einfach mal so sein Ding machen. Ich bin sogar mit den meisten Lehrern eigentlich zurechtgekommen.
Also das war nicht das Problem. Nein. Und sagen wir mal, wenn es da jetzt eine extra Besprechung gegeben hätte oder so, denkst du denn, du hättest das benennen können, dass du gesagt hättest, ich mag den Schweiß nicht, ich mag den Krach nicht und so weiter, als du kleiner warst? Oder denkst du, du hättest jetzt gar nicht gewusst, was genau dich stört, du merkst halt nur, es ist stressig irgendwie? Okay, also meinst du, wenn ich das angesprochen hätte, ob... Nee, ob du es gewusst hättest. Also nehmen wir mal an, es hätte jetzt eine Besprechung gegeben und dann hätten die gesagt, okay, was können wir für dich tun? Hättest du dann, wärst du überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, es liegt an Gerüchen, es liegt an Krach oder dergleichen mehr? Oder hättest du nur gesagt, ja, ich weiß auch nicht, die anderen Kinder stressen mich, ich weiß aber auch nicht, warum? Ja, eher das. Also ich hätte es selber gar nicht so gewusst. Hast du noch einen Tipp für Eltern und Autisten und Autistinnen, die in der Schule sind? Ja, also... das auf jeden Fall ansprechen in der Schule, auch mit Mitschülerinnen und Mitschülern darüber reden und Autismus einfach akzeptieren. Ja. Ja. Und ja, natürlich, also Schulen, wie gesagt, bei mir war es so, die Klassenzimmer waren zu eng, das wurde auch später kritisiert. Ich glaube, die Schule wurde auch, es war auch noch der Fall, dass die Schule sanierungsbedürftig war und bei der Sanierung hat man das dann auch berücksichtigt, dass man zum Beispiel weitere Klassenräume gebaut hat. Ja, ist ja eigentlich auch gut für alle Kids, also nicht nur für Autisten und Autistinnen. Ja. Ich habe auch im Container Unterricht gehabt, in so Metallcontainer öfter mal. Aber es gibt ja zum Beispiel, einige Unternehmen bieten ja schon Ruheräume an und das bietet sich auch für die Schule an. Ne? Also das fändest du gut? Ja. Ja. Dankeschön. Ja, danke auch. Als nächstes haben wir die Stefanie hier. Wir haben dich ja gerade schon kennengelernt kurz. Also du bist eine echte Mutter, die also wirklich für ihre Kinder gerade steht und auch für Autisten und Autistinnen ansonsten in einem Verband, in einem Verein, im White Unicorn. Und ich habe dich auch schon erlebt, dass du versuchst, nach allen Kräften zu kämpfen, aber halt auch nicht immer kannst. Also du bist auch früher, man merkt das, also dich nimmt das dann früher und stärker mit, so wie wir das vielleicht so ein bisschen schon uns vorstellen konnten, nachdem was der Tom erzählt hat. Erzähl doch mal, was dich im Moment besonders ärgert, obwohl es besonders leicht zu ändern wäre, aus mütterlicher Sicht, wenn es um die Beschulung von Autisten, Autistinnen geht. Mich ärgert besonders, dass die Verwaltung noch so ganz uralte Modelle fährt. Von wegen, man müsste die Autisten ändern, anpassen. Es gibt keine Barrieren, die Eltern sind das Problem. Also ich fasse das nur mal kurz zusammen. Also die Schulverwaltung behauptet, dass diese Barrieren in der Weise nicht vorhanden sind. Also Krach ist ja in der Schule da, aber da sagen die, das ist, stört keinen, das ist kein Problem. Verstehe ich das richtig? Ja, und wenn es stört, dann ist der Autist das Problem. Und das ist ein Modell, was seit der UN-Konvention 2009 eigentlich ein Auslaufmodell hätte werden sollen. Behindertenkonvention, ne? Die UN-Behindertenrechtskonvention. Und die wurde ja von Deutschland ratifiziert. Und das ärgert mich am meisten, dass noch so veraltete, staubige Konzepte tatsächlich Realität sein müssen, obwohl das schon längst nicht mehr up-to-date ist. Jetzt haben wir ja auch schon Videos gemacht, wo wir auch Kinder sehen, die zum Beispiel dann springen und sich dann so in Gruppen zusammenfinden oder nicht da in dieser Halle, wo die so springen können. Das Video kann man sich ja angucken. Und das funktioniert ja alles, wenn man sie einfach lässt. Ne? Also so wie bei allen Menschen, ne? Oder bei allen Lebewesen, wenn man sie es gerne machen lässt. Wo siehst du eigentlich den Hauptunterschied oder das Hauptverständnisproblem in der Schule? Ich meine, das sind ja ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen, die gerne mit Menschen und Kindern zusammenarbeiten, also die meisten zumindest, sonst wären sie ja nicht Lehrer geworden, sondern und Lehrerin. Liegt es wirklich nur an der Verwaltung oder verstehen auch die Menschen, die den Unterricht selber gestalten, verstehen sie es auch nicht? Und wo ist da Sand im Getriebe? Ja, häufig verstehen es sogar die Lehrer. Die haben oft einen sehr engen Bezug zu ihren Schülern und Schülerinnen und gehen da ganz tief drauf ein und merken, ja, das Kind, das hat ein Problem, das geht so nicht. Oder bekommen von den Eltern zurückgemeldet, mein Kind kam nach Hause von der Schule, es war in der Schule unauffällig und dann ist es total zusammengebrochen. Und dann wollen die Lehrer was machen oft, weil sie ja einfach die Kinder gern haben
weil sie gerne Lehrer sind. Also die Lehrer glauben das und verstehen das auch, so im Großen und Ganzen. Ne? Ja, es gibt natürlich immer Lehrer, die ihren Beruf verfehlt haben, aber so die meisten Lehrer halt sind wirklich Lehrer geworden, weil sie das gerne machen. Und deshalb wollen die ja auch, dass ihre Kinder was lernen, dass es ihnen gut geht. Und die haben da ganz viel Herz dabei. Aber die Verwaltung ist eben die, die dann oft sperrt. Es sind ja nicht mal die Gesetze. Die Gesetze würden ja auch passen, aber dann werden in den Verwaltungsstrukturen Sparmaßnahmen vielleicht in den Vordergrund gesetzt, dass man sagt, nee, wir bauen jetzt einfach keine Schule. Warum denn? Und dann gibt es keine Klassenräume, dann sind die Schulen hoffnungslos überbelegt. Dann werden die ganzen Inklusionsräume gestrichen, die Ruhe. Was ist ein Inklusionsraum? Inklusionsräume sind zum Beispiel so Kreativwerkstätten, die manchmal an Schulen sind, wo sich die Kinder eben ausleben können, verschiedene Dinge zu tun, die man im Klassenzimmer so nicht macht. Und da wird dann ganz oft auch mit denen irgendwas gebastelt oder extra gemacht oder auch, dass man zusätzliche Räume hat, wo man sagt, die Klasse ist jetzt zu groß, wir wollen jetzt irgendwas machen, was ein bisschen aufregender ist mit Bewegung und dann kann man sagen, wir haben jetzt hier noch einen Bewegungsraum, wo dann welche tanzen können oder so, dass man sagt, man spaltet die Klasse, die einen machen Tanz und die anderen was anderes, um das Ganze so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und diese Räume, die werden jetzt aber alle gestrichen unter Platzmangel, der von der Verwaltung ja auch offensichtlich schon bekannt war, dass er stattfinden wird. Und trotzdem haben sie nichts dagegen gemacht. Also das heißt, das Problem ist jetzt ein finanzielles Problem, dagegen kann man immer schlecht was sagen. Ne? Dann sagt halt wer auch immer, die Verwaltung oder wer auch immer zuständig, sagt halt, ja, wir haben kein Geld, können wir jetzt auch nicht ändern. Und du sagst aber, es ist aber so vorgeschrieben, gesetzlich, also sollten wir besser eine Lösung finden. Wir sollten vielleicht mal kurz nochmal schildern, was passiert denn eigentlich mit den Kindern? Du hast vorhin gesagt, die brechen zu Hause zusammen. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Legen die sich dann auf die Couch und schlafen mal ein Stündchen? Oder was passiert da so bei Autisten und Autistinnen? Ja, also wenn sie traumatisiert sind, dann kommt durchaus auch der Traumaschlaf, klar. Dann kommen sie zu Hause an und schlafen einfach weg. Ansonsten der typische Shut- oder Meltdown. Also sie ziehen sich in ihr Zimmer zurück, machen alles ganz dunkel, wollen ihre Ruhe, nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Oder im Gegenzug, sie brüllen dann rum und alles passt nicht und sie fühlen sich unverstanden und rasten richtig aus. Und solche Kinder könnten auch ganz einfach so Möglichkeiten haben, wie so Schulen, die über Telepräsenz arbeiten. In Berlin gibt es auch eine Schule, die ist ganz vorbildlich, was Technik angeht. Die sagen, sie müssen da nicht hin, sondern sie können eben von außen extern die Klasse zusammenfügen. Da kann gerne der Herr Zirnsack nachher auch nochmal was dazu sagen. Und es gibt diese Möglichkeiten alle und sie sind alle innerhalb unseres Gesetzes möglich. Und je nachdem, wer gerade in der Verwaltung an welcher Stelle ist, wird es dann zugelassen oder abgelehnt. Und das hat so eine Willkür. Wenn dann einer in der Verwaltung da ist, der sagt, ach, diese Behinderten und immer haben die Extrawürste und besondere Bedürfnisse von wegen, die sollen sich doch jetzt mal zusammenreißen. Und wenn das dann jemand sagt, der in einer Machtposition ist, dann wird es schwierig. Besonders, weil sich das ja auch nicht ändert. Ne? Also wenn das jetzt Verbeamtete oder festangestellte Verwaltungspersonen sind, die verschwinden ja nicht oder sowas und werden ja nicht gewählt nach 4 Jahren neu, sondern die bleiben dann da. Wie findet man als Mutter überhaupt einen Ansprechpartner in der Verwaltung? Ich glaube, die meisten, die das jetzt hier sehen, die haben noch nie in ihrem Leben irgendwo mal in der Schulverwaltung oder so angerufen, weil die sich natürlich, wenn überhaupt, mit der Schule auseinandersetzen. Und dann ist das auch schon aufregend, wahrscheinlich mal mit dem Schuldirektor oder Direktorin zu reden. Wie funktioniert überhaupt so ein Schritt, die Verwaltung anzusprechen? Also die Schulverwaltung, die nicht zur eigenen Schule gehört, zur einzelnen Schule. Kann man anschreiben, anrufen, in Kontakt treten. Ganz normal, aber es kostet Zeit, ne? Es kostet Zeit, es kostet auch Mühe, weil dann heißt ja, was willst du mit deinem autistischen Kind? Warum ist es immer noch nicht therapiert? Und dann werden den Eltern wird dann so über den Mund gefahren. Dann oft sind dann Gerichtsprozesse die Folgen. Worum geht es da bei den Gerichtsprozessen? Ja, zum Beispiel Sorgerechtsentzug, weil das Kind geht ja offensichtlich nicht zur Schule. Und viele autistische Kinder nutzen dann sowas wie Fernschulsysteme, Webindividualschule und andere Möglichkeiten. Und die Reintegration in Schule wird dadurch dann unmöglich gemacht, dass eben verschiedenste Modelle einfach blockiert werden.
Jetzt Ruheräume, Schulen umbauen, größere Klassenräume, kann ich mir vorstellen, ist schwierig, wenn man in einer Stadt ist, wo einfach sehr, sehr viele Menschen hinziehen. Und das kann 100 Gründe haben, oder die Stadt ist pleite oder so. Aber es sollte doch überhaupt kein Problem sein, jetzt ist es ja Mai 2022, den Kids die Möglichkeit zu geben, Fernunterricht zu machen, indem man in die Schule, ohne jetzt einen Riesenaufwand, einfach die zahlreichen verfügbaren, ja, wie soll man das nennen, weißt du, Zoom oder wie auch immer dieses System heißt, Technischen Mittel, technische Mittel ja. reinstellt. Das muss ja noch nicht mal so diese, das müssen ja nicht mal diese echten Schulsysteme sein, wo die Lehrer dann noch Aufgaben reinschieben können oder so, sondern es würde ja reichen, sozusagen da ein paar Kinder Genau, zuzuschalten. ja, das geht. Was hörst du denn da als Gegenargument überhaupt? Weil ich kann mir gar keins vorstellen, was überhaupt dagegen sprechen soll. Ja, weil eben die Argumentationslinie noch die alte ist, von vor 2009, dass man sagt, der Autist ist ja falsch. Für den müssen wir gar nichts machen, der muss sich anpassen. Es gibt keine Barrieren, die Eltern sind ja schuld. Und dann werden die vors Gericht gezogen, dann passiert genau das, was schon damals mit unserem Herrn Küster passiert ist, mit Tom, dass dann heißt, das Kind kommt halt in die Psychiatrie. Die löst es dann, das Problem mit dem Autisten. Der wird schon wieder. Genau, also das ist, also ich glaube, da sind wir jetzt wirklich beim Kern des Problems. Das ist einfach nur eine falsche Grundannahme, ne? Wie in der Genau. Kriminalistik, also in meinem Beruf. Wenn du eine falsche Grundannahme hast, dann kannst du das schönste Gerichtsverfahren haben. Dann steht auf jeden Fall, das Urteil ist auf jeden Fall falsch am Ende, weil es auf einer falschen Grundannahme fußt. Die falsche Grundannahme ist hier, dass die Autisten und Autistinnen sich ändern sollen, was der Tom auch schon Genau. gesagt hat. Und dass man nicht einfach in die Umgebung gibt. Und jetzt finde ich es interessant, was du nochmal gesagt hast, aber es wäre sehr einfach, Sehr insbesondere wenn einfach. es um schulische Dinge geht. Ja. Das werden wir gleich auch nochmal anhand dieses ja, Forschungs durch an, aus mit Forschungs Arbeit begründeten Heftes nochmal genauer darstellen. Und da ist ja sogar die Aktion Mensch dabei, kannst du das mal kurz zeigen vielleicht noch, die sich ja ausdrücklich auch für Rechte von allen möglichen Behinderten, geistig, körperlich Behinderten und so weiter einsetzt. Also ist jetzt Genau. nicht irgendwie eine reine Autistenorganisation und Autistinnenorganisation, ne? Nee, nee, also Aktion Mensch macht ganz viel im Inklusionsbereich und das ist jetzt zum Protesttag, 5. Mai nennt sich das. Das findet einmal im Jahr statt. Genau, soll ich das schon gleich erklären, das Nö, machen Heft, wir oder machen wir nachher. später dann? Wir Ja. hören uns vielleicht auch noch an, wie es aussieht für jemanden, der dann mit den Familien arbeitet, in denen solche Probleme dann auftreten, die eigentlich sehr leicht vermeidbar wären. Ne? Da können wir den André mal gleich mal fragen, oder? Genau, das Das weiß der machen wir jetzt mal. André. Sehr gut. Vielen Dankeschön. herzlichen Dank. Jetzt ist der André tatsächlich zu mir gekommen auf die Couch. Tom und Stefanie sind ja Autisten und bist du auch Autist? Steffi würde es behaupten. Ich würde sagen, ich weiß es Du nicht. weißt es nicht. Willst du es wissen? Ich glaube, es ist mir nicht so wichtig, aber ich erkenne viele Parallelen aus meiner eigenen Jugend und meiner Schulzeit. Warst du auch das ruhige Kind? Nee, ich bin eher in die Offensive gegangen irgendwann, aber musste sehr dafür kämpfen, so das auszuhalten. Also viele Schüler in einem Raum, Lautstärke, überhaupt das ganze Soziale, was man sich ja immer so wünscht. Das war nicht so mein Ding. Aber ich hatte den Luxus, ein Einzelgänger zu sein, der immer wieder in Gruppen reingehen konnte, wenn er wollte. Weil die Leute dich mochten. Ja, und weil ich ein guter Schüler war und den Mund aufgemacht habe, wenn mich was gestört hat. Jetzt bist du aber doch in einer sozialen Umgebung eigentlich gelandet, denn du kennst dich aus mit den Familien, die davon betroffen sind, dass diese vorhin herausgearbeitete falsche Grundannahme herrscht. Die Autisten und Autistinnen müssen sich ändern. Was machst du denn? Also was ist da deine Aufgabe? Was ist dein Beruf? Ich bin vom Grund auf Diplom-Heilpädagoge und arbeite in freier heilpädagogischer Praxis als Spieltherapeut, Berater und Supervisor. Also du hast ein Büro und da arbeitest du alleine. Ich habe zwei Arbeitsräume in einer Gemeinschaftspraxis. Und wer kommt dann zu dir und vor allen Dingen, wie kommen die Leute zu dir? In Berlin bin ich schon relativ lange aktiv in diesem Bereich Autismus. Das war irgendwie schon mein Studienschwerpunkt. Deswegen kennen mich relativ viele Menschen, weil ich lange bei einem großen Verband gearbeitet habe in Berlin, der sich auch Autismus auf die Fahne schreibt. Aber inhaltlich hat das gar nicht mehr zu mir gepasst. Deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und die Leute finden mich meistens über Mundpropaganda, andere Familien, Empfehlungen. Es gibt eine Veröffentlichung, dann finden Leute auch einen schneller. Und mit welchen Fragen kommen die zu dir? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommen meistens Familien, klar mit Kindern, im Alter zwischen 2 und eigentlich junge Erwachsene. Die kommen dann auch meistens selber.
Und die Fragen sind meistens sowas wie, kannst du uns oder können Sie uns unterstützen in der Entwicklung? Was können wir tun für unser Kind? Wie können wir das unterstützen? Aber eben habe ich auch oft vor allen Dingen ältere Kinder, die schon im jugendlichen Bereich sind, die eben Schwierigkeiten haben in Schule. Oder aber im Kindergarten fängt es eigentlich schon an. Welche, sag mal so ein paar Beispiele, also welche Schwierigkeiten treten tatsächlich auf, die dann dazu führen, dass deine Hilfe angefordert wird? Naja, so, es fängt meistens an, dass ein Kind sich eben nicht so entwickelt wie andere Kinder. Also zum Beispiel nicht so schnell spricht. Oder also nicht so früh spricht sozusagen. Ne? Also es geht nicht um die Sprechgeschwindigkeit, ja, sondern genau, um das nicht, Alter. Ne? Genau, also dass da eine Verzögerung ist, dass die Kinder eben 3 oder 4 sind und eben noch nicht sprechen, eher so lautieren oder sowas. Was ist lautieren? Geräusche machen. Genau, oder nicht so klar kommunizieren. Also nicht irgendwo drauf zeigen oder jemanden angucken, was man ja oft so will. Gucken in die Augen, Kleines, das machen die eben nicht. Und irgendwie Kommunikationswege haben, die subtiler sind, die man erstmal herausfinden muss oder sichtbar machen Sag muss. Sag mal, ein Beispiel vielleicht für so einen, was dir im Gedächtnis geblieben ist, für einen subtilen Kommunikationsweg. Naja, zum Beispiel Gegenstände irgendwo hinstellen und dass es irgendwas bedeutet oder ein Laut bedeutet irgendetwas. Was könnte so ein Gegenstand bedeuten, wenn du mal ein Beispiel sagst? Naja, zum Beispiel, dass ich irgendwie einen Baustein irgendwie auf den Tisch stelle und das Kind findet das irgendwie ganz wichtig, dass der da ist und das... Oder dass das ein besonderer Ort ist für das Kind oder dass da was hin soll oder so. Oder das Kind was sucht. Das kann passieren. Was meinst du damit? Was könnte das suchen? Ja, das könnte zum Beispiel irgendein Kuscheltier suchen, was wichtig ist. Oder es will was zu essen, stellt ein Baustein auf den Tisch und das ist das Zeichen dafür, dass es was zu essen will. Aber das muss ich erstmal kapieren. Mhm. So. Und das müsste man dann kapieren durch Einfühlung auch, weil es ja mit dem Sprechen nicht immer so einfach ist. Ne? Verstehe ich das richtig? Genau, eigentlich gehe ich mit den Familien auf eine Suchbewegung. Also was ist eigentlich da und wie können wir das Kind besser verstehen und wie können wir unterstützen eben. Mhm. So, und auch Kommunikation natürlich aufbauen und Interaktion, ohne dass das überfordernd ist. Findest du denn, dass das ganz gut geht? Also die Ines, die hier gerade filmt, die macht das ja mit Tieren wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Alle möglichen Tiere guckt sie sich genau an, wie die sozusagen was ausdrücken wollen, wie sie sich bewegen, wo sie hingucken, wo sie nicht hingucken. Also eigentlich total ähnlich. Und das klappt eigentlich super. Würdest du auch sagen, sobald man sich auf das natürlich einzelne Kind so ein bisschen eingestellt hat, klappt das auch? Oder kannst du das nicht zusagen, dass das am Ende eine gute Gesprächs- oder Zeichen oder Mitteilungsgrundlage ergibt? Oder denkst du, das kriegt man schon hin? Ich glaube eigentlich, man kriegt es hin. Hm. Also ich kann nie versprechen, dass ein Kind anfängt zu sprechen oder wann oder so. Aber ich gehe immer erstmal davon aus, alles ist möglich. Hm. Aber ich weiß nicht wann. Hm. So. Aber je mehr ich mich darauf einlasse, auf die Person mir gegenüber, desto besser funktioniert es. Was sagst du denn zu den Eltern, wenn die dann doch mal selber sagen so, meine Fresse, muss das Kind sich jetzt wirklich immer so anstellen oder so? Also sagen wir mal, sie sind zugeneigt ihrem Kind, sie sind schon bei dir, es sind freundliche Eltern, sie haben auch verstanden, was geht und was nicht geht, aber die sind irgendwann, würden sie sich einfach mal wünschen, dass die Zauberfee kommt und dann eben genau das macht, der Autist soll sich ändern, die Autistin soll sich ändern. Was machst du denn dann, wenn sowas passiert? Dann gucke ich eher mit den Eltern, wie sie gut für sich sorgen, damit sie das wieder schaffen. Was können die dann machen? Also es ist ja sicher auch stressig. Also Stefanie hat ja erzählt, der Autist kann sich entweder total zurückziehen oder auch total ausflippen oder so. Was können die Eltern denn machen? Naja, die können zum Beispiel mit anderen Eltern sprechen. Also das ist ein Ding, vernetzen. Da arbeite ich auch gerade mit einer Familie dran, dass das mehr funktioniert auf einer Plattform oder so. Dass das leicht ist, das wäre eine Möglichkeit. Und einfach zu gucken, wie könnt ihr gut für euch sorgen, könnt ihr irgendwie Auszeiten finden? Könnt ihr euch Unterstützung holen? Und wenn ja, welche? Damit ihr das wieder schafft, euch auf die Kinder einzulassen, weil das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich will nicht immer sagen, das ist eine Belastung, aber es ist eine Herausforderung im Alltag, weil man eben viel mehr und genauer hingucken muss, was braucht das Kind, damit es nicht überlastet ist. Denkst du denn, dass wenn in den Schulen, sagen wir mal so einfache Grundregeln, wir haben jetzt ja schon, ich glaube, das haben mittlerweile auch viele Leute, die hier unsere Videos sehen, schon gerafft, also laute Geräusche, Gerüche und das, was eigentlich auch andere Lebewesen und einschließlich Menschen oft stört, das sollte man etwas viel stärker vermindern bei Autisten und Autistinnen. Sagen wir mal, man würde das jetzt einfach mal machen, man würde diese Behindertenkonvention mal umsetzen, man würde so ein bisschen die Räume schaffen, also wirklich nur das Allergrundlegendste. Meinst du, damit hätte man schon mal einen richtig großen Schritt gemacht, der die Familien und die Kids entlasten würde, wenn man das in der Schule umsetzen könnte? Das hört sich so wenig an, aber es wäre super viel.
weil ich teilweise ja ganze Gebäudestrukturen ändern müsste. Also ich glaube, das würde was bringen, aber auch nicht für jeden gleich. Also ich finde es wichtig, individuell hinzugucken und zu schauen, wer braucht was und wie können wir das umsetzen, weil wir leben keine Inklusion in Deutschland oder selten. Ich erlebe immer noch das, was Stefanie Fuhrmann auch gesagt hat, in diesen Integrationsgedanken. Jemand kommt rein und passt nicht und soll sich bitte den Gegebenheiten anpassen. Das ist immer noch so. Und teilweise kommt man in Schulen und hat das Gefühl, oh, hier, die fühlen sich wohl, die Schüler. Es ist super, die hüpfen mal einen Gang, die schnacken miteinander oder sowas. Und das ist auch super. Aber wenn ich jetzt einen Schüler habe oder eine Schülerin, die eben autistisch ist oder der autistisch ist und jedes Geräusch hört, und egal wo er oder sie steht, dann ist es eben nicht super. Und das zu verändern, ist halt wahnsinnig schwer. Und dann wäre eben eine Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie Hybridunterricht anzubieten. Was für viele Schulen offensichtlich so ein großer Schritt ist, in so eine Richtung zu denken, ist wie so ein Paradigmenwechsel für die, überhaupt das einzugestehen, dass das ein Weg sein könnte. Das macht es oft schwer. Und trotzdem, was auch Stefanie gesagt hat, sind die oft bereit, miteinander ins Gespräch zu gehen, um zu überlegen, was könnte denn dem Schüler oder der Schülerin eigentlich gut tun? Wie können wir ihn oder sie denn unterstützen? Machst du denn die Erfahrung, dass das auch angenommen wird? Also ich nehme mal an, ich wäre jetzt ein Elternteil, ich würde zur Schule gehen, ich würde sagen, hier, ich habe mit einem Therapeuten geredet oder mit jemandem, der sich heilpädagogisch auskennt und so. Und wir denken, es wäre eine super Idee, wenn das Kind jetzt Hybridunterricht oder halt Fernunterricht erhalten würde. Funktioniert das überhaupt so? Oder sagen dann erstmal alle so, mit wem haben sie geredet oder so? Also natürlich ist es in jedem Fall anders, aber machst du gute Erfahrungen? So, nein. Also Eltern alleine haben oft gar keine Chance. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Institution Schule so stark ist und so geschlossen. Und meine Erfahrung ist eher, wenn Eltern zum Beispiel den Weg gehen über eine Person, das kann ich sein, muss ich aber nicht sein. Ich habe auch den Vorteil, wenn mich jemand noch empfiehlt, der Schule, der mit Schule was zu tun hat. Und wenn die Schule dann ihre Türen aufmacht für jemanden wie mich, dann habe ich eine Riesenchance, dass sich was verändert. Zum Beispiel durch Schulungen, durch Gespräche, durch gemeinsame Förderplanung oder wie auch immer man das nennen mag, dann schon. Aber wenn Eltern alleine kommen, dann wird das oft so dargestellt wie, naja, wir können eben nicht für jeden eine Extrawurst backen. Wer bezahlt das denn eigentlich, wenn ich deine Dienste in Anspruch nehmen möchte? Ganz unterschiedlich. Manche Eltern finanzieren das privat oder benutzen das Pflegegeld dafür oder stellen eben einen Antrag beim zuständigen Jugendamt. Das geht auch. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass es Menschen nicht gelingt, das Geld aufzubringen, oder findest du erfahrungsgemäß eine Lösung, wie du das gerade geschildert hast? Ich finde meine Lösung. Ja, dann wäre es jetzt eigentlich an der Zeit, uns mal ein bisschen die wissenschaftlich ermittelten Barrieren anzuschauen und wie man darüber redet. Da könnte ja jeder von euch noch mal was kurz zu sagen. Ich fange jetzt einfach mit dir an, weil du schon hier sitzt. Also hier, so ist das. Hier ist das White Unicorn. Das ist ein unglückliches Einhorn, weil es in der Schule halt nicht so gut klappt, glaube ich. So verstehe ich das mal. Wir schlagen das jetzt mal auf. Barrieren in der Schule abbauen. Nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann kannst du das ja vielleicht mal erklären, was man hier sieht. Genau, da geht es um Licht. Was müssen wir gucken? Das Licht, genau, das wird kalt. Im Klassenraum sind flackernde Lichter. Also es geht darum, die Auswirkungen von Licht auf jemanden, der autistisch ist. Also ist das irritierend oder was passiert dann mit jemandem? Also das ist genau links ist dargestellt, dass das Licht flackert, weil es Neonlicht ist. Ne? Das ist für den meisten Leuten ja völlig egal, aber Autisten und Autistinnen oft nicht. Oder das Licht wirkt zu kalt, ist den meisten Leuten auch wurscht, ne? Aber ist dann halt störend. Und jetzt rechts ist ja, sind so Felder, die kann man ausfüllen. Welchen Nutzen hat das dann, wenn man da so eine Fläche hat, wo man reinschreiben kann? Also erstmal den großen Nutzen, das hat Tom also schön gesagt. Er hat gesagt, eigentlich wusste ich das nicht, was mich stört. Oder ich hätte gesagt, ich weiß es nicht. Und das erlebe ich eben auch bei vielen Schülerinnen und Schülern, dass die das ohne so eine Hilfe oder so eine Vorgabe überhaupt nicht wissen. So, und deswegen zu gucken, ach ja, was ist denn eigentlich mit Licht? Stört mich das? Oder kompensiere ich die ganze Zeit? Nehme ich das einfach so hin? Also ich bin in Wirklichkeit gestresst und abgelenkt, Ja, aber ich aber ich weiß gar nicht versuche. warum. So, ne? Und natürlich ist in Schulen habe ich meistens Neonlicht. Und das ist eigentlich ganz schlecht. So,
Was sagst du jetzt, wenn dann die Schulverwaltung sagt, so jetzt reicht's? Also tut mir leid, kaltes Licht oder flackerndes Licht, also das ist jetzt echt nichts mehr, wo wir hier drüber sprechen müssen. Wie würdest du da vorgehen? Welche Worte würdest du wählen, um das besser zu erklären für jemanden, der sich das einfach nicht vorstellen kann? Ich glaube, da bin ich, glaube ich, der Falsche an dieser Stelle, so, weil so weit gehe ich meistens nicht. Dann ist es mehr so ein Verband wie der White Unicorn, der eine Chance hätte, aber nicht eine Einzelperson in einer freien Praxis. Aber im Endeffekt könnte ich immer auf eine Rechtsgrundlage verweisen, weil die spricht eigentlich dafür, dass es änderbar ist. Das heißt also, wenn jemand sagt, das Lichtflackern stört mich, dann würdest du das gar nicht groß hinterfragen, sondern würdest nur sagen, ja, dann müssen wir es halt ändern. Verstehe ich das richtig? Eigentlich schon. Ja. Dankeschön. Bitte. Da ist die Stefanie wieder. Hallo. Hallo Stefanie. Schlag doch mal eine beliebige Seite bitte auf aus diesem Heftchen und dann schauen wir uns mal an, auf was für eine Barriere wir da stoßen. Die Schokolade. Das ist, genau, ich habe gesagt, dass, genau, ich habe behauptet, das sei Schokolade. Das finde ich jetzt aber auch wirklich sehr interessant, ist aber keine Schokolade. Was ist das? Ich möchte es vielleicht nochmal erklären. Das sind alles Barrieren, die wir hier in dem Heft zusammengestellt haben, die sich durch sehr, sehr umfangreiche Befragungen von richtig vielen Autisten, Autistinnen und angeblich normalen Menschen als störend dargestellt haben. Es ist also nicht irgendwie eine Meinungsäußerung oder irgendwas. Ne? Das ist ganz wichtig vielleicht. Also es ist keine Schokolade. Ganz wichtig. Ganz wichtig ist auch, wir hatten ja im letzten Heft, letztes Jahr zum 5. Mai hatten wir dieses Heft mit Aktion Mensch rausgebracht. Da hatten wir schon Umfragen gemacht. Aktion Mensch ist so nett und lässt immer Umfragen machen. Und da konnten wir schon diese Barrieren hier rausfinden. Und im Grunde ist es das Gleiche, nur mit weniger Text und schönerer Bebilderung. Also ich lese mal was vor, nur damit man weiß, was da steht. Also zum Beispiel Spiegelbilder und Reflexionen auf dem Boden, auf dem blank gebohnerten oder spiegelglatten Boden können stören. Bestimmte Muster auf der Tafel, wenn da so ein Karo-Muster schon von vorne drauf ist. Weil sich ja, das können sich die meisten wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten der Störung oder der Barrieren, wie wir das hier nennen, ungewollt zu nahe kommen, Luftbewegungen. Also das sind schon solche störenden Einflüsse, die eben sehr stark ablenken können oder auch dazu führen können, dass dann eben in dem Fall das Schulkind gar nicht mehr richtig arbeiten kann oder eben zu Hause sich dann eben so unwohl fühlt. Genau. Jetzt aber zu unserer Schokolade, die keine Schokolade ist. Genau, das sieht so ein bisschen aus wie zerbrochene Schokolade, auf der wer rumgetrampelt ist. Aber es sollen Bodenfliesen darstellen und das hier sollen Schlaglöcher darstellen. Zum einen geht es hier darum, dass man einen normalerweise an sich geraden, ebenen Boden hat, wo dann unerwartet solche Muster zu sehen sind. Und manche Kinder gehen dann wirklich neben dem Weg, weil sie das so unangenehm finden und so irritierend, dass sie gar nicht so richtig von A nach B laufen können und machen sich dann auch schon im Unterricht Sorgen, wie komme ich jetzt von hier nach da, da sind immer diese Fliesen und dann muss ich immer durch die Wiese und in der Wiese laufen ist verboten und dann kriege ich ja wieder Ärger, weil ich darf ja nicht die Wiese betreten und da gibt es manchmal Probleme, die dann auftreten, da denkt man erstmal so gar nicht drüber nach, aber es scheint sehr häufig aufzutreten, weil wir haben Tausende befragt tatsächlich und mit Schlaglöchern ist es ähnlich, dass das Kind dann erschrickt, es läuft einfach und muss sich dann ständig auf den Boden konzentrieren, damit es nicht ständig erschrickt, weil hier eben diese Schlaglöcher sind. Und diese Konzentrationsleistung, die die Kinder machen müssen, die ist dann problematisch, weil eigentlich sollen sie ja den Kopf frei haben, um gut lernen zu können, um die Schulinhalte mitzubekommen. Genau. Und dann könntest du vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht erklären, wozu dient das jetzt, dass hier so eine Fläche ist, wo man das reinschreiben kann. Also für wen ist das gemacht? Also ist das, damit die Kinder das mit ihren Eltern machen oder mit der Schule oder mit dem Therapeuten? Wozu dient diese Seite? Genau, alle drei. Also Eltern, Therapeute, Schule, jeder ist dazu eingeladen, dass er das machen kann. Das ist jetzt das Heft für die Kleinen, also für die erste Klasse gemacht. Da könnte das Kind befragt werden, wie sehr stört dich das, wenn du jetzt von 1 bis 10 was sagst, eher so, oder von 0 bis 10 ist es hier, 0 stört mich gar nicht, bis 10 ist total krass, da kann ich nicht mehr lernen, immer dieser Schulhof, ich will nicht mehr in die Pause raus, da ist der Boden so uneben, ich kann mich schon gar nicht mehr auf meinen Inhalt konzentrieren, weil immer muss ich in den Pausenhof raus und es ist so unangenehm da zu laufen und
Ja, dann gibt es halt hier Lösungen, wo man dann die Kinder fragen kann, ja, was würdest du dir denn wünschen, dass man also eben von einem Gebäude zum nächsten kommt und der Weg immer eben ist, dass es quasi ein reparierter Weg ist, zum Beispiel jetzt bei den kaputten Steinen, dass man sagt, man renoviert einfach mal. Und das würde dann diesen Kindern enorm helfen, weil dann bräuchten sie sich nicht mehr fürchten, wenn sie die Gebäude wechseln müssen, wenn sie mittags zum Beispiel vom Klassenzimmer in die Mensa rüberlaufen müssen. Und dann müssen sie keine Angst mehr haben und dann geht es viel einfacher. Ja, perfekt. Also man sieht schon, das ist eigentlich nichts anderes als in einer Beziehung oder so, ne? Wenn man Schwierigkeiten hat, dann muss man unbedingt miteinander reden. Also ohne Reden geht es gar nicht. Da braucht man gar nicht, ne? Das braucht man gar nicht funktionieren. Das braucht man gar nicht ausprobieren. Und eigentlich ist es hier auch nichts anderes. Nur ich glaube, es kommt den Menschen so komisch vor, dass das scheinbar für angeblich normale Menschen so harmlose Dinge sind, wie jetzt ein Riss im Weg oder die Temperatur im Raum. Oder Geräusche eben. Also ich glaube, da ist wieder dieses Grundannahmen-Fehlerproblem vorhanden, dass man sagt, wenn ich das für nicht so schlimm halte, dann ist es auch nicht so schlimm, ne? Also ich denke, Ja. dazu dient das, Ja. glaube ich, sehr, sehr stark, miteinander einfach mal ins Gespräch zu kommen und das dann auch den anderen besser zu erklären. Wobei es eben ganz besonders auffällig ist, dass auch Nicht-Autisten auf Kleinigkeiten extrem stark reagieren. Also man nimmt zum Beispiel mal den Rasen. Wie viele Deutsche gehen an der Hecke, also an der Ecke vom Rasen entlang und schneiden das mit kleinen Schneidwerkzeugen, damit auch ja der Rasen die gleiche Höhe hat auf allen 100 Quadratmetern. Da, wo du wohnst, vielleicht. In Köln, glaube ich nicht. In Köln vielleicht nicht, Sehr, sehr gut. aber Nee, dieses nein, aber ich Beispiel verstehe. müsste schon Nein. mal einer gehabt haben. Na klar, nee. Es ist Es gibt natürlich auch nicht. Kleinigkeiten, die Leute wahnsinnig machen können. Also es sind bloß andere Ja, Kleinigkeiten. klar. Sehr gut. Ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Gut, dann haben wir ja noch ein Heft für etwas Ältere. Da können wir den Tom jetzt ja gleich mal nochmal zu befragen. Hallo, Genau. Tom. Dankeschön. Hallo. Da bist du wieder. Ja. Wir haben jetzt das Heft, was für etwas ältere Kinder gedacht ist. Da sind mehr Bilder drin. Es sind aber auch diese Gesprächsfelder und Linien, wo man was aufschreiben kann drin. Also ändert sich nicht viel. Und ich würde dich einfach nur mal fragen, ob das auf dich jetzt auch zutrifft oder ob du das für Quatsch hältst. Es ist ja jeder Mensch anders. Also nicht jeder Mensch findet die gleichen Sachen störend. Wir haben ja schon gehört, die angeblich normalen sind vielleicht, regen sich vielleicht über den Rasen und die Länge des Rasens auf. Jemand stört mich mitten in einer Aufgabe und will etwas von mir. Also so eine klassische Situation in der Schule. Hätte dich das auch gestört? Das hätte mich auch gestört, ja. Das hast du vorhin ja auch schon, glaube ich, ganz gut dargestellt. Ja. Wie kam das eigentlich, dass ihr Schallschutzwände dann in eurem Büro aufgebaut habt? Also hast du danach gefragt oder wie ist das gekommen? Das liegt auch daran, ich saß davor mit dem Rücken zum Flur. Und was ja auch gerade eben gesagt wurde, wenn halt jemand irgendwie zu nahe kommt, man sitzt auch mit dem Rücken, dann hat man das ja nicht so im Blick. Und auch deswegen wurde mein Sitzplatz umgestellt. Das heißt, ich sitze jetzt zur Seite mit dem Flur und gleichzeitig eben noch Schallschutzwände, damit man halt auch irgendwo diskret ist. Aber hast du danach gefragt oder wie kam das? Nee, das hat man mir sogar angeboten. Mhm. Ja. Cool. Ah ja, das ist auch ein Klassiker für Autisten und Autistinnen. Wir, in einer Gruppenarbeit müssen wir gleichzeitig die Aufgabe lösen und alle miteinander darüber reden. Das kann ich auch bestätigen. Also Gruppenarbeiten habe ich eigentlich immer schon gehasst. Ich auch. Also Ergänzung, also ich fand das auch immer wenig effektiv, weil man redet eigentlich nur drüber und am Ende kommt ein kleines Ergebnis dabei raus und alleine arbeite ich produktiver. Und manchmal ist es auch so, dass wenige in der Gruppe nur arbeiten und andere dann nicht so viel arbeiten. Das Ja. kann auch passieren. Also das ist dann auch nicht so produktiv. Das finde ich jetzt zum Beispiel sehr interessant, weil das ja eine klassische Schulsituation ist. Der Lehrer nimmt mich unerwartet dran und ich soll dann schnell antworten. Kennst du das? Ja, das kenne ich auch. Wie könnte man das denn lösen? Weil ich meine, die Schulstunde hat 45 Minuten. Also sollte man vorher, bevor die Frage gestellt wird, schon sagen, wer drankommt? Oder was würdest du da vorschlagen? Na gut, also es gibt auch LehrerInnen, die halt jemand angenommen haben, wenn sich jemand meldet. Und das ist dann okay. Ja. Ja, also das ist eigentlich auch nicht so schwierig, ne? Ich muss in der 5-Minuten-Pause auf Toilette, habe Durst und muss umpacken. Also das sind 5 Minuten, es reicht nicht. Kennst du das, dass das irgendwie schwer zu organisieren und stressig ist? So eine kurze Pause. Ja, Wow. kenne ich auch. Wie hast du das gelöst?
Ja gut, also in dem Fall wäre ich schnell auf Toilette geflitzt und hätte womöglich in der Toilettenkabine noch was getrunken und mich dann auch mit dem Umpacken beeilt. Ich wäre wahrscheinlich einfach sitzen geblieben und hätte überhaupt nichts gemacht. So hätte ich das Ja, also gemacht. ich hätte mich da abgehetzt. Ja, du hättest dich abgehetzt. Nur noch zwei oder drei Sachen. In meinem Test sind bei der Korrektur, wenn die zurückkommt, die Fehler in grün anstatt in rot angezeichnet. Würde dich sowas stören? Also grün ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Aber es würde mich irritieren, weil normalerweise wären Fehler in rot markiert. Da würde dich tatsächlich irritieren. Du hast auch eine grüne Brille, ne? Ja, also wie gesagt, mein grün ist meine Lieblingsfarbe. Also gut. Aber also es ist tatsächlich so, dass so ein, sagen wir mal, so eine unübliche Farbwahl wäre Ja. zumindest, also du kannst das nachvollziehen, dass das Wobei, merkwürdig ist. ich sag mal so, grün verbinde ich ja auch eigentlich eher so mit richtig, ne? Also Genau, es gibt ja. deswegen. Ja, genau. Ja, genau, das ist damit gemeint. Ach so, ja, dann das Letzte vielleicht, das kennen manche Leute auch sogar von der Universität. Ich habe ein Schulbuch bekommen, was schon vorher andere verwendet haben, und da sind Sachen drin angestrichen. Würde dich das stören? Ja. Schwer zu lösen, außer das Bleistift, dann könnte man es rausradieren vielleicht. Ja. Ja, es gibt sogar eine Untersuchung dazu, da sind wir wieder bei den normalen Menschen mit ihrem Rasen. Selbst Universitätsstudierende, die Artikel, Bücher und dergleichen vorgelegt kriegen, die vorher schon benutzt wurden und dann, wo eben solche angestrichenen Stellen drin sind, schneiden dann auch tatsächlich schlechter ab, wenn vorher die falschen Sachen experimentell angestrichen wurden. Also tatsächlich lässt sich davon jeder täuschen, und das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, wie sich das vielleicht anhört hier, dass da die falsche Farbe benutzt wird. Also auch hier dasselbe Prinzip. Man kann wieder miteinander reden, Muster auf dem Boden im Klassenzimmer. Doch, das möchte ich doch noch fragen. Entschuldigung. Der Klassenlehrer trägt ein Hemd mit Karos und Streifen. Würde dich sowas stören? Oder hatte ich das sowas damals gestört? So Muster und dergleichen. Ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was die Lehrer so anhatten. Also da sieht man schon, wie gesagt, jedes Kind ist anders, deswegen sind diese Hefte also sehr gut. Dann kann man da so genau erkennen, wie das einzelne Kind sozusagen zusammengebaut ist und welche Lösungsvorschläge es gibt. Wir haben auch noch einen Flyer, sowas Kleines, Autismus und Schule, Barrieren abbauen, das kann man sich bestellen und dann auch auslegen, wenn man das gerne möchte. Und weil du jetzt der Letzte bist, findest du, dass du selber irgendetwas als störend empfindest, wo du dich selber drüber wunderst. Also wo du eben nicht sagst, ja, so bin ich halt, sondern wo du selber sagst, ja, okay, also das ist jetzt wirklich ein bisschen seltsam. Also. Naja, schon, also so Kleinigkeiten im Alltag, also wenn auf einmal so eine Straße gesperrt ist wegen der Baustelle. Das findest du dann selbst seltsam, dass dich das stört? Naja, also die meisten würden einfach die Umfahrung fahren, aber mich stört das schon und ja. Genau, also das zieht sich natürlich auch ins Erwachsenenleben logischerweise rein. Es geht nicht nur um Kinder, aber diese Hefte sind jetzt eben für Kinder, die dann eben, wie ihr schon gehört habt, mit Therapeuten, Therapeutinnen, Lehrern, Lehrerinnen, Eltern und so weiter reden können. Einfacher geht es nicht mehr, wirklich. Einfach die Hefte gemeinsam durcharbeiten und jemanden fragen, der sich damit auskennt, Unterstützung holen ein bisschen. Und wenn es dann halt starken Gegendruck aus der Verwaltung oder sowas gibt, das ist dann ein anderes Problem. Aber zunächst hat man wenigstens mal die Grundlage des Gesprächs geschaffen. Ja, tausend Dank, lieber Tom. Ja, danke auch. Dankeschön.